So, herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial auf diesem Kanal. Mein Ziel ist es mit diesem Kanal einfach kurze, verständliche Erklärvideos zu produzieren, die jedem weiterhelfen mit dem, was er sucht. Ich habe selbst mein ganzes Wissen von YouTube bekommen und weiß, wie unfassbar nervig es sein kann, langes Gerede zu haben, und deswegen Ziel dieses Kanals ist kurze, passende Erklärvideos. Und heute zeige ich euch, wie man einen Text in ein Video einfügt und animiert. Dafür erstellt ihr einen Clip aus eurer Sequenz hier. Ich habe jetzt hier einen Clip von irgendwelchen Kerzen, den ich gerade gefunden habe. Und wenn ihr jetzt den Text einfügen wollt, könnt ihr ganz unten einfach hier auf den T-Button gehen oder T auf der Tastatur drücken und dann in das Feld klicken. Und ihr seht hier unten, erscheint schon eine neue Layer, eine neue Ebene. Und auch hier in dem Feld ist dieser rote Kasten, und da könnt ihr jetzt einfach reinschreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal Textebene. Genau, und wenn ihr jetzt das auswählt, ich habe jetzt STRG A gedrückt, dann ist alles ausgewählt, dann habt ihr hier in den Effekteinstellungen ganz viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und da könnt ihr zum Beispiel hier einen Schatten dran machen, ihr könnt eine Kontur drumherum machen, ihr könnt es größer machen, hier, ihr könnt vor allem die Schriftart ändern, das will man ja meistens. Ich habe zum Beispiel hier eine Lieblingsschriftart, die ich ganz oft benutze. Genau. Damit habt ihr schon mal Text eingefügt und ihr könnt es hier super individuell einstellen. Die Frage ist jetzt, wie animiert man das? Zum Beispiel, wie macht man, dass der Text größer oder kleiner wird? Und dafür gibt es hier diese Keyframes in den Effekteinstellungen. Falls ihr nicht wisst, was Keyframes ist, dazu mache ich auch noch mal ein Video. Im Prinzip bedeuten Keyframes einfach nur, ihr setzt für einen gewissen Zeitpunkt diese Parameter und zu einem anderen Zeitpunkt setzt ihr andere Parameter. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Stelle und setzt es auf 100, das war ja die Einstellung von vorher, die er schon automatisch Premiere eingestellt hatte. Und gehe jetzt mit dem Mauszeiger hier, mit dem Cursor, ein paar Zeilen, ein paar Frames zurück. Und mache jetzt einfach mal die Skalierung auf 0. Ah, ihr seht schon, jetzt ist es weg. Und hier taucht es jetzt auf einmal auf, denn ich habe festgesetzt, dass der Parameter für diesen Zeitpunkt 0 ist und für diesen Zeitpunkt 100. Und den Rest dazwischen errechnet sich Premiere automatisch von ganz alleine. Und dadurch wird der Text immer größer. Das Ganze funktioniert in allen verschiedenen Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel auch die Position animieren, zum Beispiel wenn es dann groß geworden ist. Dann wollt ihr, dass es zwar erst in der Mitte ist, aber dann nach rechts oder links verschwindet. Dann könnt ihr hier links diesen Cursor, diese Zahl, könnt ihr draufklicken und gedrückt halten. Dann könnt ihr nach rechts ziehen. Und dann habt ihr quasi für diesen Zeitpunkt festgestellt, dass er diesen Wert haben soll, und vorher hatte er diesen Wert, und dadurch wird er groß und verschwindet zur Seite. Das ist eigentlich super easy und das kann man eigentlich mit fast allen Einstellungen in Premiere machen. Es gibt immer diese Stoppuhr, die man drücken muss, und dann eben erscheinen diese Keyframes. Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, während er rausgeht, soll er sich drehen, mache ich hier Rotation, zack, und hier, wo er gerade raus ist, da soll er sich einmal komplett gedreht haben, also 365 Grad. Aber auch mal ein bisschen mehr, ist auch Wurst. So, und dann passiert das. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es wird auch sofort mehr auf diesem Kanal kommen. Und ja, wenn ihr gerne abonnieren möchtet, würde ich mich natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.